Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Ich hab mal gedacht, dass ich hier einfach mal, bisschen vorspule, wie ich das Gehege baue. Weil, also hier mache ich ein Löwengehege gerade. Also, ja, es wird noch sehr, 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 sehr lange dauern, bis wir so weit kommen und Löwen haben. Aber ich will den Platz schon mal reservieren. Gut, also hier mache ich ein. Also, ja, es ist ein bisschen an König der Löwen natürlich angehaucht, so die Höhle von denen. Ich bin mal gespannt, ob sie ob denen das gefällt, ob das groß genug ist, ob das genug Privatsphäre hat. Das Problem bei den Löwen oder bei den Tieren bei Planet Zoo ist ja, dass sie nicht auf Felsen klettern können. Also Vor- und Nachteil. Deswegen muss ich hier quasi so Erde auf den Vorsprung machen oder ich habe es jetzt als Fels verkleidet. Und genau, hoffentlich funktioniert es, aber das werden wir natürlich erst herausfinden, wenn wir dann endlich mal nicht Wölfe, sondern Löwen haben. Aber wie gesagt, die Löwen sind verdammt teuer. Also die kosten, glaube ich, die günstigsten waren, glaube ich, 800-900 Handelspunkte oder ihr weißt schon, ihr wisst schon die Blätterpunkte da. Genau. Und, gut. Und, was soll ich dann noch sagen? Genau, hier wollte ich ja versuchen, so eine Spitze zu bauen, aber das sah einfach nur bescheuert aus, deswegen habe ich es einfach jetzt so gelassen. Und, dann wollte ich nach neuen Tieren schauen. Und das habe ich auch komplett vorgespult, weil, keine Ahnung, ihr seht hier, das hat total geleckt oder so. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, ich habe echt keine Ahnung. Also weil mein PC ist super gut jetzt. Und also habe ich einen neuen PC jetzt. Und ja, also Internet ist bei uns auch gut. Naja, ich habe wirklich keine Ahnung. Man kann ja, soweit ich weiß, bei Planet Zoo, bei den Tierhandeln nicht nach Tieren suchen, was total bescheiden ist, finde ich. Also, das ist ziemlich bescheuert. Weil, wa warum sollte man das nicht können? Also, das spart total Zeit und man sieht sofort, was man braucht. Naja. Ah, egal. Gut, ich wusste jetzt nicht, wie hoch die Löwen Zäune, also der Löwenzaun sein muss. Und ja, deswegen habe ich es erstmal auf 3 Meter gemacht. Genau, hier will ich so eine nochmal so eine so ein Ausguckskundung bla bla machen. Was? Nee, also so, wo die Besucher halt einfach hingehen können und nochmal schauen können. Weil die meckern ja oft in der mittleren Insel, dass dass sie die Tiere nicht gut sehen. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, dann versuche ich mal jetzt hier genau so ein Ausblicks Ding zu machen. Gut, und dann habe ich ja hier das noch ein bisschen mit Pflanzen zugedeckt. Und genau hier habe ich jetzt auch versucht, das wieder zu also besser ausschauen zu lassen. Aber das hat nicht so gut geklappt. Keine Ahnung warum. Und das, ja. Dann habe ich es einfach gleich erhaben gemacht.
Aber genau, das mache ich dann wahrscheinlich demnächst wieder weg. Also, weil ich will nicht, dass es komplett rundherum geht. Das sieht irgendwie blöd aus. Und ja, später sehen wir, dass ja, die Besucher gehen gar nicht dahin. Also die bleiben einfach auf dem Weg stehen. Und ja, das mache ich dann auch noch anders. Also ja, 500 sind die Albinos. Und genau 300 sind die eigentlich nicht mehr, ja, die keine Fruchtbarkeit mehr haben und so. Und deswegen, ja, brauchen wir da dafür noch ein bisschen. Genau. Ich habe, ja, wie gesagt, keine Ahnung, warum das so ewig lange dauert. Manchmal geht es richtig schnell. Also hier zum Beispiel, dieser Part ging super schnell. Aber jetzt geht es wieder überhaupt nicht. Also. Das kommt irgendwie so vor, als müsste der die Datenbank eben abgleichen, beziehungsweise größer machen, nicht größer machen, sondern halt, ja, als ob er keine Internetverbindung oder so bekommt. Das ist ja Schmarrn, also. So. Genau, ich habe mich jetzt für ein neues Gehege für Hyänen entschieden. Wollte ich ja auch schon öfters machen. Beziehungsweise das passt einfach zu den Savannen. Und Tüpfelhyänen sind ja nicht gefährdet. Und deswegen kann man die eigentlich nur für echt Geld kaufen. Nicht für echt Geld, sondern für das Geld kaufen. Aber ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ja. Naja, okay. Auf jeden Fall den Rest vom Video. Ja. Genießen wir einfach die vorgespulte Dings. Und ja. Ah, genau, ja. Hier kam dann wieder der Bug mit dem mit den Zaun. Das ist immer total nervig. Vor allen Dingen, dafür muss man halt das Wasser raustun. Und ja, hier muss man die Tiere wieder wegtun. Hier muss man auch das Tier wieder wegtun und so weiter. Also das. Und dann. Ja, aber jetzt passt es. Gut. Warte, warte, ich muss nur kurz schauen. Springbok erwartet Nachwuchs, das ist super. Na komm. Genau, dich will ich. Genau, die DNA von dem ist nämlich perfekt. So, super. Wie ich im, also ich habe im Schnelldurchlauf, hoffe ich, gezeigt, wie ich das hier alles gebaut habe. Und ich habe zwei Hyänen gekauft. Diese beiden. Und jetzt mache ich Pause. So, ein neues Tier ist angekommen. Genau, Kalfani und Delilah. Und Wohlbefinden ist schon gar nicht so schlecht. Aber genau, Erde ist zu wenig. Gras ist fast zu viel. Okay, alles klar. Dann Erde leicht.
So, und hier hinten kommt der Rückzugsort. Schnee, ja, könnten wir machen, aber müssen wir nicht. Bepflanzung bringt die gar nicht so wenig. Das finde ich gut. Gut, dann haben wir. Nee, den Baum haben wir schon. Elefantengras. Uiuiui. Das ist eine fette Staude hier. Der kommt hier hin. So. Ich will hier auch wieder was mit Felsen machen, wenn ich ehrlich bin. Weil ein bisschen. Nein. Mal ein bisschen. Natürlich soll es dann schon aussehen, ne? So wie hier die Brennnessel, die jetzt auf der anderen wächst, aber das ist mir jetzt gerade wurschti. So, echter Papyrus. Der kommt natürlich hier hin. Dam, dam, dam. So. Gut, und dann hier ein kleiner Rückzugsort. Graslandschaft, afrikanisch. Savanna. Ja, komm. Immer schön, ja, die Felsen drehen. Da kann man wirklich ja mit einem Fels wirklich fast die Hälfte retuschieren, sage ich mal, und dann die Details macht man dann mit ein paar wenigen anderen. Also grob gesehen. Also ich tue gerade nur so, als hätte ich Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber man kann ja mal so tun, ne? So, ein bisschen nach da, ein bisschen hoch. Ui, das ist so ein Klotz. So, gut. Den kopieren wir einmal nach hier. Da, der kann so klein bleiben. Und dann machen wir wieder drüben. Kann ich mal in groß zeigen. So in diesen fetten Balken da drüben. Ist eigentlich ganz cool. Und warte, aber welcher ist das? Der da? Nee. Der da? Nee. Der da. Ja. Uiuiui. So. Und mit X. Sehr schön nach oben katapultieren. Und dann hier nochmal vollstopfen, weil sonst können die von hier oben alles sehen. Ich bin mal gespannt, wie das auf die Privatsphäre von denen sich ausschlägt, weil wenn die von da und von hier oben beobachtet werden, ja, ich fände es nicht so geil, aber mal schauen. Ups, nee, das war das Falsche. Ich will auf jeden Fall sehr schnell dann
die Einwegspiegelbarriere erfinden oder erforschen. Ups, wieder raus. Gut. Damit die eben beobachtet werden können und sich nicht beobachtet fühlen. So. So, hier ein kleiner. Ein großer, hier auch ein großer. Hier ein ganz großer, nein. So. Ich bin mal gespannt, wann wir endlich Löwen haben können. Also das Gehege zu meiner Rechten ist ja das Löwengehege. Und ich will unbedingt Löwen haben. Aber die sind so verdammt teuer. Die kosten halt die Grünpunkte, wie heißen die nochmal? Artenerhaltungspunkte, genau. Und dementsprechend. Wir haben ja noch nicht so viele. Aber ich glaube, mit den Strausabungski können wir ziemlich viel, viel Money machen. Ich hoffe. Weil die sind, also vor allen Dingen das Neugeborene ist ja sehr gut. Das ist ja von der DNA Golddings. So viele brauchen wir gar nicht, weil die wollen nur maximal bis zu viert, also zu viert sein. Ich schau, nein, ich will die Hygiene haben. Mal schauen, ob hier stabiler Rückzugsort ist. Volle Kanne. Ist volle Kanne gut. Dann Lebensqualität. Genau. Hier wird jetzt bitte erforscht. Sehr gut. Und ich brauche ja neue Dudes, ne? Nämlich für Löwen- und Hyänengehege. Was machen die? Ah, die haben das gerade reingeflutscht. Warte, dann baue ich hier noch mal ein Forschungszentrum. Tierpraxis, Werkstatt, nee. Forschungszentrum klein. Weil dann könnt ihr schneller forschen. Gut. Genau. So, hier. Gut, dann der Techniker. Der pendelt gerade rum. Untätig. Untätig, untätig. Ja. Ja, ist gerade egal. Gut, Tierarzt brauche ich. Ja, Tier. Warte, warte. Tierpfleger. Genau, brauche ich auf jeden Fall einen Tierpfleger. Ein Tierpfleger. Ein Tierarzt. Und ja, Zoopfleger. Ja. Doch, Zoopfleger. Vor allen Dingen jetzt halt er mit denen da oben auch noch. Ja. Gut, Zoopfleger. Tierpfleger hier. So, das ist Arbeitsbereich.
Löwe. Hyäne. Genau. Okay, dann. Löwe, Hyäne, Tierpfleger. Sicherheitsdienst, Tierarzt. Löwe. Hey. Achso. Oha. Löwe, Hyäne. Okay. Gut. Und. Genau, dann brauchen die noch Strom, nicht? Nicht? Genau, kein Strom. Dann Einrichtung. Transformator. Der ist dann hier hinten. So, und hier brauchen wir auch noch einen. Ist hier sogar am besten. So. Dann Weg. Aber bitte nicht so fett. Natürlich auch noch verbunden. So. Dann würde ich sagen, tue ich hier noch einen Techniker hin. Und der Techniker Arbeitsbereich. Du bekommst natürlich so viel. Du bekommst natürlich auch so viel. Und ihr bekommt auch so viel. Und du bekommst die 2, 3. Gut. Dann du. Tüpfelhyäne. Und ihr beiden, oder ihr drei, uiuiui, du bekommst einmal das Zebra, du bekommst den Strauß und du bekommst den Springbock. Ja, doch, doch. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, wie es wird. Gut. Ich will mehr Spaß. So. Menno, es ist total voll. Ja, okay, dann werde ich das nämlich auch ändern. Und zwar ich. Hier geht's dann runter. So, und dann Einrichtungen. Gästeeinrichtungen gibt's hier nochmal.
einen schönen Geldautomaten. Und nochmal eine große Toilette. Und dann Imbissstand. Gut. Dann das da. Dann Infoshop. Pizza Pen. So. Pizza Pen. Pizza Pen. Hot Dog. Gut, und dann noch natürlich Müll, 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 Müll. Müll.